Die Kameras kriegst du zurück. Abliefern. Ich stellte die Reisetasche auf den Asphalt, schob die Fototasche auf den Rücken. Der Gorilla beging den Fehler, die Hand vorzustrecken, als wollte er mir die Tasche von der Schulter reißen. Ich ergriff seine Hand, trat einen kleinen Schritt zurück, so dass ich seinen eigenen leichten Drall nutzte, packte seinen kleinen Finger und drehte ihn um, während ich gleichzeitig seinen Arm herumriss und nach oben drückte. Er japste überrascht, aber der Ton blieb ihm im Hals stecken, als ich ihm mein Knie in die Hoden rammte, während ich weiter an seiner Schulter zog, bis das Gelenk knackte. Mit hohlem Stöhnen sank er vor mir zusammen. Ich nahm meine Reisetasche. Der kleine Fette trat von dem Mercedes weg und hob abwehrend die Arme. Ich ging an ihm vorbei, warf meine Taschen in den Jeep und fuhr los. Meine Hände zitterten ein wenig, mein Hemd war im Rücken durchgeweicht. Erst im Flugzeug nach Madrid fühlte ich mich ganz sicher. Die Plaza Santa Ana stellte den Mittelpunkt meines Barrio dar, meinen Ort auf der Welt. Ich bin dort als junger Mann fast zufällig hingeraten und habe, wenn ich in Madrid war, an verschiedenen Stellen rundherum gewohnt.